Ja, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir sind jetzt wieder beim wöchentlichen Podcast des Personalrates. Mein Name ist Sven Musolf. Ich möchte kurz von der letzten Woche berichten, auch von der heutigen Sitzung. Gestern gab es einen Einigungsstellenbeschluss. Vorbehaltlich der Entscheidung des Ministeriums gibt es eine gute Nachricht für die Station F2. Die dortigen Beschäftigten in der Pflege werden zukünftig von der KR7 in die KR8 gruppiert. Die Beschäftigten mit abgeschlossener Fortbildung sogar in die KR9. Dies gilt allerdings, nochmal gesagt, vorbehaltlich des Entscheids des Ministeriums, aber das ist schon mal eine gute Nachricht für die Kollegen der F2. Mehrfach angesprochen wurden wir auch auf die Testung bezüglich Corona. Es gibt sehr viele Informationen, auch durch Podcasts, durch Rundmails, die gekommen sind. Wir werden häufiger angesprochen, wo kann ich mich als Beschäftigter testen lassen. Ich möchte Ihnen da einen Hinweis geben. Auf der Startseite im Intranet bei Rockstra finden Sie direkt ein Icon, der heißt Covid-19. Da sind alle Informationen wirklich gut übersichtlich gebündelt. Und der Ansprechpartner, der erste, ist hier die Krankenhaushygiene. Also wenn ein Test gemacht werden soll bei Ihnen, bei begründetem Verdacht, bei Krankheitssymptomen, können Sie sich entweder da gut informieren auf der Rockstra-Seite oder eben die Krankenhaushygiene kontaktieren. Dann gab es gestern eine Begehung des Arbeitsschutzes in dem neuen OP-Trakt der HNO-Klinik. Alles sehr geräumig und modern. Allerdings steht noch kein Umzugstermin fest. Ja, wird dann wahrscheinlich dieses Jahr irgendwann sein, hoffentlich. Zum Abschluss der heutigen Podcast-Serie wollte ich Ihnen noch mal kurz mitteilen, dass die Personalratswahlen diesen Monat stattfinden. Vom 26. bis zum 28. Januar haben Sie die Möglichkeit, als nicht wissenschaftliche Beschäftigte Ihren neuen Personalrat zu wählen. Sie können auch natürlich die Möglichkeit der Briefwahl für sich in Anspruch nehmen. Dafür kontaktieren Sie bitte den Wahlvorstand. Die Kontaktdaten finden Sie auf den entsprechenden Aushängen. Sie haben ja auch schon mehrfach eine E-Mail gekriegt vom Wahlvorstand. Und ja, ich hoffe, Sie gehen zahlreich zur Wahl. Abschließend möchte ich mich jetzt verabschieden. Bleiben Sie gesund und auf jeden Fall zuversichtlich. Bis zum nächsten Mal.